Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu They Are Billions. So, wir haben ja schon unsere ersten Erfahrungen gemacht. Oh, oh, oh. Sie sind da vorbeigekommen. Ja, haben sich doch recht, wirklich hier durchgemogelt. Achtung, Harpien-Territorium ab hier. Okay, ja. Thanks for the heads up. So, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir die Gießerei bald bauen. So bald wie möglich. Hier gibt es Gold. Und wieder eine Harpie. Und da oben ist wohl wieder ein, yep, ein Dorf des, der Verderbnis. Come on. That will be easy. For the colony. All right. That will be easy. Und damit auch wieder Harpien. Perfect. Of course. So, wir brauchen hier das Öl, deswegen. Come on. Bitte hier dicht machen. The train has arrived at the station. So, machen wir hier, hier unten dicht. What? Yeah. So. Dann sind wir auch hier unten erstmal sicher. Halbwegs. Unglaublich, was wir in Holzmengen brauchen. So, Gießerei, na bitte. Do you need me? Und in der Gießerei müssen wir wahrscheinlich dann die Ölplattform erforschen. Und dann haben wir die. So. Wir machen jetzt hier zur Sicherheit eine Mauer. Ah, hier gibt es auch wieder Nahrung für uns. They are trying to break into the building. Natürlich. Schön. Schön, schön. Was sollen wir machen? Ich habe nur eine Armee jetzt, beziehungsweise die. Ja, vielleicht sollten wir die dann dorthin setzen. Ja. Boah, dann trauen sie sich nicht her, die Penner, weißt? Aufpassen, zurückkehren. Die sind an euch dran. Löwenharpien. So. Nee, doch nicht, wir können das direkt bauen. Kommt
da nicht ran. Jetzt rücken die hier langsam vor. Ready and waiting. Bring them on! For the humans! Okay, kommt's nur. Kommt's halt einzeln. Mir soll es recht sein, ja? Macht's einfacher für uns. So, Ölplattform. Wo haben wir noch Öl? Da herum gibt's noch eine. Wahnsinn, wie lang die Reparatur dauert. Nein, du Vollidiot. So, scheiße. Ah, okay, noch passt. Hoppla. Vielleicht sollten wir irgendwo... sollten die Veteranen da oben stationieren, damit die da aufhalten können, wenn die kommen. Wir sollten vielleicht auch irgendwo ein Tor einbauen. Kannst du den stehen lassen, dann okay. Mehr Arbeiter brauchen wir wieder, das ist sicher. Commander? Perfect. So, hier ist es aber Vorsicht geboten. Mann, das sieht nicht sonderlich weit. Aber Öl bekommen wir schon mal. Gibt's sonst eh nix. So, okay, jetzt haben wir wieder Arbeiter. Aber trotzdem zu wenig. Lass mich verarschen. Gut, die brauchen wenigstens kein Holz zum Bauen. Aber das machen wir besser nicht hier hin, weil... Da müssen Farmen hin noch. Das heißt, wir müssen auch hier dicht machen. Scheiße. Alles hängt hier einfach vom Holz ab, Alter. Das ist momentan echt die wichtigste Ressource und die auch
ständig knapp ist irgendwie. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. So, mal schauen, vielleicht blickt der ein bisschen darüber. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Ist schon 77, was wir kriegen, aber dennoch reicht's nicht. Oh Mann. So, jetzt ist aber hier erstmal safe. Und damit. So, hier noch einer hin. Damit können wir jetzt hier Häuser bauen. Oh, hier ist auch eine Quelle, fällt mir gerade auf. So, und wir haben keine Ahnung mehr. Scheiße. Okay, ja, da sind schon ein paar von denen. Und die könnten die da oben anlocken, wenn wir auf die schießen. Also, Obacht. Oh, wir haben zu wenig Stein, deswegen. Okay, obwohl wir uns den Stein da unten auch gekrallt haben. Irgendwo Stein. Ah ja, hier. Und wir haben wieder keine Arbeiter. So, der Zug kommt erst. Damit die durch können. Jetzt blockieren wir unseren Soldaten den Weg zu sehr. Und Energie haben wir auch keiner mehr. Aber jetzt können wir ja das Kraftwerk dann erforschen. Und uns so Energie holen. Holz kriegen wir mittlerweile eh sehr viel zum Glück, auch wenn es trotzdem ständig fehlt. Und da kommt der Zug. Da kommt der Zug. Komm, 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 komm. Und Häuser alle fertig. Perfekt. Boah, fast 300 Leute oder so haben wir da jetzt, glaube ich, dazu bekommen. Fast. Wirkt sich auch finanziell aus. Wir müssen eh wieder schauen, dass wir mehr Soldaten bekommen, weil uns läuft die Zeit davon. Der nächste Schwarm steht an, woher er auch immer kommen mag. Das werden wir noch sehen. Gold könnte man natürlich hier das Öl auch mitnehmen. Das Gold geht sicherlich gut am Markt, oder? Ja, 40. Attention. Technology research finished. Ah, sehr schön. Kraftwerk. Ah ja, das kann ja, glaube ich, sogar Öl auch noch verbrennen. Das heißt, das müsste nicht mal unsere Holzreserven angreifen, auch wenn das natürlich jetzt nicht schlau wäre. Und das Ingenieurszentrum müssen wir auch bauen. Das kostet, boah, 3000 kostet das noch. Attention. Building completed. Just tell me what to do. Die wagen sich noch vor, ne? Ah,
haben die da oben nicht gehört. Oder doch? Do you need me? Tell me. All right. Let's go. Do you need me? On your orders. Da ist auch einer. Commander? Was machst du hier? Come on. What do you want now? This better be good. What's up? Any infected around? You're serving for duty. Ah, das machen wir nicht. Aber hier können wir sie sicher gut abfangen. Hier mit einer schönen Mauer vernichten. Nö, man kann das gar nicht durchschalten, was es verbrennen soll. Oder wir müssen diesen Modus selber erforschen. Ja, sie kommen hier immer weiter runter. Train has arrived at the station. $20. Und zu wenig Stein. So, hier kommt Verstärkung. Tell me. Understood. Pieksen wir sie mal. Und gleich wieder ein Level up. Sieh mal an. All right. Orders, sir. Just guide me to the infected. Come on. All right. Let's go. Tell me. Just tell me what to do. Hat keiner mitbekommen, oder? Können wir hier noch weiter sehen? Und vor allem weiter bauen. Wir brauchen hier auch Verteidigung. Steinhäuser. Keine Nahrung mehr, Mann. Toll. Any orders? Come on. Von wo wird der Schwarm kommen? Von wo wird der Schwarm kommen? Wir müssen unsere Truppen ein bisschen zurückziehen. Weil er wird gleich Commander? That will be easy. Just guide me to the infected. So, war das eigentlich auch zu Ende?
aber das machen wir jetzt natürlich noch durch hier. Hoffen, dass die Welle nicht zu groß ist. Das war's. Achso, toll. Wie gesagt, haben die sollen auf Vernichtung gehen. Aber egal, mittlerweile. Wir nehmen die jetzt einfach im Pack. Das war's eh, das scheinbar, oder? Das ist keine Wellen mehr, aber das ist die letzte Welle. Oder muss erst der Tag zu Ende sein? Auf jeden Fall werden wir jetzt demnächst loslegen, die Harpien zu vernichten. Wir haben hier eine gute Armee, 75 Soldaten. Gut, das sind aber viele Harpien, muss man auch sagen. Aber wenn die so einzeln ankommen, dann geht das schon. Wenn. Vorausgesetzt, ne? Wenn. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Kohle, dann können wir auch die Luzi verbauen. Die werden uns hier wahrscheinlich eher wenig helfen werden, weil die machen super Flächenschaden, aber Flächenschaden ist nicht das, was wir hier brauchen, nicht so sehr. Wobei der eine oder andere Luzifer vielleicht ein wenig nicht so schlecht wäre, wenn er von hinten da durchbrutzelt und die ganzen Harpien vor uns ein bisschen ankugelt. Commander? Attention. Building completed. Dafür brauchen wir mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Komm schon. Reporting for duty. Komm schon. Reicht noch immer nichts. Hm, könnten auch hier oben einen Markt hinbauen. Oder auch nicht. Ha. Sehr schön. Reporting for duty. Alle da nach oben. Verdammt. Wir müssen hier aber ein bisschen Platz schaffen, weil hier ist das Gold im Weg. Wir können leider nicht durch das Gold durchbauen. Wir heben. Weil wir hier Mauern bräuchten. So, drei Luzifer. Tell me. Understood. On your orders. So, mal schauen, ob wir es schaffen, sie hier so ein bisschen auf Abstand zu halten. Gerade so, dass wir hier eine Mauer hochziehen können. Wir brauchen hier Strom, wir brauchen hier Strom. Commander? Okay. Sie verhalten sich ruhig. Oh, der Part ist auch zu Ende. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.